Und damit schauen wir nach Moskau zu unserem Russland-Korrespondenten Christoph Wanner. Christoph, einen schönen guten Morgen. Es gibt natürlich weiterhin Meldungen von der Front. Die Kämpfe dauern an. Avdiivka, da immer wieder auch ein Stichwort. Was hörst du Neues? Also wir haben nach wie vor eine Front mit der Länge von rund 1000 Kilometern und Russland hält weiterhin knapp 20% des ukrainischen Staatsgebietes besetzt. Es herrscht Stellungskrieg, es herrschen Positionskämpfe nahezu über die gesamte Front hinweg. Es gibt immer wieder so kleinere Brennpunkte, die uns besonders auffallen, wie Avdiivka, wie dieser Halbkessel dort im Bereich von Donetsk, wo sich die Schlinge um die Ukraine immer weiter Stückchen für Stückchen zuzieht. Aber noch haben die Russen dort keinen substanziellen Durchbruch geschafft. Das kommt auch daher, weil die Ukrainer immer neue Kräfte in diesen Halbkessel hineinführen und mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln versuchen, weiterhin auch zu verteidigen. Ein weiterer Ort, der uns schon die ganze letzte Zeit über aufgefallen ist, ist dieses Krinki. Das ist der ukrainische Brückenkopf im Bereich Cherson am östlichen Dnieperufer. Und da herrschen tatsächlich auch oder finden tatsächlich auch heftige Gefechte statt. Und besonders erwähnenswert finde ich den Kampf der Drohnen, und zwar der umgebauten Hobbydrohnen. Die Ukrainer haben dort, wie die russischen Militärblogger das immer wieder schildern, so viele Drohnen im Einsatz, dass diese Kamikaze-Drohnen nahezu alle 50 bis 100 Meter in der Luft hängen und sich auf alles stürzen, was sich diesem Brückenkopf Krinki nähert. Und jetzt sind da Aufnahmen gelungen, wie eine russische Kamikaze-Drohne, FPV-Drohne, heißt First Person View. Das heißt, dass ein Pilot mit einer FPV-Brille diese Drohne steuert, Kamikaze-Drohne, umgebaute Hobby-Drohne mit Sprengsätzen und fliegt in eine ukrainische Drohne hinein, die gerade dabei ist, russische Stellungen zu besetzen und hat die sozusagen gerammt. Und das passiert da auch tagtäglich. Also heftige Kämpfe mit starken Verlusten. Die Ukrainer beißen sich fest, nutzen Krinki, um russische Truppen zu binden. Und natürlich immer der Traum der Ukrainer, das Ziel, von dort aus, von diesen Brückenköpfen, die Krim eines Tages anzugreifen, zurückzuerobern. Davon ist die Ukraine, ich sage das fast jeden Tag, meilenweit entfernt. Und vielleicht noch ein Wort zu Wladimir Putin. Der hat sich hier zu Wort gemeldet und da ist man dann doch etwas erschrocken, als er doch die Letten stark kritisiert hat. Und er hat gesagt, wenn man sich gegenüber Teilen der Bevölkerung so schweinisch verhält, wie das in Lettland getan wird, dann müsse man sich nicht wundern, wenn das Ganze sich eines Tages gegen einen kehre. Putin kritisiert den Umgang der lettischen Regierung mit einem Teil der russischsprachigen Bevölkerung, ethnischer Russen. Es ist natürlich die große Frage, was bedeutet so eine Kritik? Sind diese Worte der Vorbote oder Vorboten eines Angriffs auf die baltischen Staaten? Und da ist meine persönliche Meinung natürlich nicht, weil die baltischen Staaten sind NATO-Mitglieder und das wird Wladimir Putin nicht wagen. Das ist jetzt meine Meinung. Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich mich in der Vergangenheit mit solchen Prognosen auch immer wieder schwer geirrt habe. So war ich auch immer der Meinung, dass Putin niemals die Ukraine angreifen würde, weil ihn das teuer zu stehen kommen wird, wirtschaftlich, aber er hat es trotzdem getan. Wie gesagt, deswegen ist das nur eine Meinung und nicht mehr. Naja, aber solche Äußerungen über Lettland, die lassen ja auf jeden Fall aufhorchen. Christoph, vielen Dank für deine Einschätzung aus Moskau.